Willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2014. Hier ist wieder Fabi. Und wir haben hier immer noch den Auftrag, das Getriebe und die Kupplung zu ersetzen, die Achsen zu ersetzen und einen neuen Anlasser einzubauen. Okay, ersetze das Getriebe. Okay, das sieht auch wirklich verschimmelt aus, ganz ehrlich. Das Getriebe, Achsen und den Anlasser. Ja gut, das ist alles wirklich mehr oder weniger baufällig. Komm, um an den Antriebsstrang zu kommen beim Golf, müssen wir die Räder abbauen. So, die sehen echt verschimmelt aus, die Dinger. 16%. So. Sieht auch nicht mehr gut aus, das Teil. Dann holen wir uns das Getriebe. Das hängt da jetzt an nichts mehr. Ach ja, die Kupplung soll man uns ja auch noch angucken. Kaputt. Das sieht auch ziemlich rostig aus. Das sieht auch ziemlich rostig aus. Okay. Dann rennen wir mal hier hinter zu unserem Schraubstock. Reparieren einmal das Getriebe und einmal den Anlasser. Dann kaufen wir die Antriebswellen neu. Und natürlich kaufen wir auch einmal die ganze Kupplung neu. Ist ja praktisch, dass die hier wie an der Perlenschnur aufgereiht sind, die Teile, die wir brauchen. So, dann können wir nämlich schon wieder auf Zusammenbauen gehen. Kriegt da halt alles komplett neu, ne? Ich weiß, es ist ja nicht komplett neu, das Getriebe haben wir ja zum Beispiel nur repariert. Aber die Getriebe sind auch in dem Spiel viel zu teuer, ganz ehrlich. Gut, sie kosten aber halt wirklich so viel, das ist das Problem. Das haben die sich ja nicht ausgedacht, dass ein Getriebe so teuer ist, sondern das ist ja leider so. Und auch eine Kupplung ist nicht gerade billig. Deswegen sind ja auch immer die Papas halb am Heulen, wenn die Söhne oder Töchter anfangen mit dem Autofahren und auf den Autos rumrutschen, obwohl sie es noch nicht wirklich beherrschen. Denn der nächste Kundendienst wird dann meistens teuer. So, wir haben alles eingebaut. Mal gucken, was der Kunde sagt. Der Kunde ist relativ glücklich. Wir verkaufen den Schund aus unserem Inventar. Und markieren den Auftrag als beendet. Okay, da haben wir jetzt gut verdient dran. Da haben wir wirklich gut verdient dran. So. Überprüfe alle Teile des Fahrwerks und ersetze alle ausgeschlagenen Teile. Okay.
meine Kunden, also es klingt irgendwie nach Autovermietung, und die Kunden beschweren sich darüber, dass die Federung ausgeschlagen zu sein scheint. Wie viel Geld? 23.000. Come a better mechanic. Wir werden noch ein besserer Mechaniker. Und wir werden ein super guter Mechaniker. So, wir haben alles gelevelt. Tja, und um das Fahrwerk dieses Caddy GTS zu testen, fahren wir einfach mal bei den Prüfstand. So, die sind gut. Ja, wir sollen ja auch nicht die Bremsen testen, sondern das Fahrwerk. Schüttel, 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 schüttel. Okay. Sieht nicht gut aus. Sieht noch schlechter aus. Da ist von der Federung praktisch nichts mehr vorhanden. So, mal gucken, ob er das jetzt schon mit genau examen. Das hat er mir schon mal genehmigt. Dann ist das gut. Denn dann muss ich nichts weiter machen. Zeig mal her. Also, Achsaufhängungen. Wababashing. Hier war's. Die Feder. Ja, sehe ich das von hier? Hier ist es der Stoßdämpfer. Wir fangen schon mal an mit dem Abbauen. Rausziehen. Ja, gut. Dann schauen wir es uns hinten an. Ja, hinten sieht es noch viel, viel schlimmer aus. Wir müssen beide Endräume abnehmen. Ja, die Bushings. Gott. Also an der Aufhängung funktioniert gar nichts mehr. Feder kaputt. Achsaufhängung kaputt, Stoßdämpfer kaputt. Ja, geil. Also, wir müssen erstmal die Auspuffrohre abbauen. Stoßdämpfer raus. Ich lasse von dem Auto jetzt nicht mehr viel übrig. Ist kaputt. Der ist noch in Ordnung. Der hat 100%. Frag mich, welcher Pfuscher da am Werk war, der den Stoßdämpfer tauscht und den Rest nicht erkennt, dass da noch was im Argen liegt an dem Auto. Jetzt kümmern wir uns noch um die vordere. So. Da hier war es die Feder. Müssen wir aber trotzdem komplett abbauen, auch wenn wir nur an die Feder wollen. Halt auf der Seite auch nochmal. Da brauchen wir den Stoßdämpfer.
der kaputt ist. Hier sitzt er schon ziemlich verrostet. So. Kann ich davon? Ja, davon kann ich ein paar Teile reparieren. Nämlich sämtliche Aufhängungen. So, was brauche ich jetzt an Teilen? Ich brauche 1, 2 Bushings. 2 Bushings. 2 Federn hinten, eine Feder vorne, ein Schockabsorber C vorne rechts. Schockabsorber C vorne rechts, ja. Ein für hinten. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. So aus dem Gedächtnis. Also. Schockabsorber C vorne rechts. Schockabsorber hinten. Eine Feder vorne. 2 Federn hinten. War es das jetzt schon? Oder stehe ich gerade wieder auf dem Schlauch? Ach ja, die Rubber Bushings habe ich vergessen. 2 Stück. 2 Stück Rubber Bushing. Wo sind sie? Da oben. Gut. Wir gucken mal, was wir schon wieder tun können für das Auto. Also den Hammer. Okay. Den Hammer. Gut. Sind wir an dem Rad schon mal wieder fertig. Hier muss der neue Dämpfer rein, den wir gekauft haben. Das passt auch soweit. Gut, gut. Kann auch das Rad wieder drauf. So, dann fahren wir ihn hoch. Wir haben hier unten noch einige Teile, die fehlen. Zum Beispiel sämtliche Achsaufhängungen des Fahrzeugs. So, hier gehört einer rein. So, also vorne sind wir wieder fertig. Jetzt fehlt nur noch hinten. Fangen wir mal hier an. Nee, passt. Passt. Ich klicke heute verdammt oft daneben. So. Schrauben noch an. Und irgendwo fehlt noch das. Das war aber Bushing. So.
Gut. Ich sollte alle Teile verbaut haben. Und wie sieht's aus? Der ist zufrieden. Ich würde sagen, dann geben wir den in der nächsten Folge zurück. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, sagt Fabi.